Wir haben Post bekommen. An Weihnachten erreichte uns diese Weihnachtskarte von Paulana. Und wir dachten, höchste Zeit, da mal hinzufahren, zu schauen, was machen die da eigentlich und Danke zu sagen. Wir sind die Paulaner Brauereigruppe. Zu uns gehören 4 Brauereien. Einmal Paulaner selber, Hacker Pschorr, Auerbräu in Rosenheim und die Hopf-Weißbier-Brauerei in Miesbach. Paulaner braut hier seit 1634 Bier. Hier auf dem alten Brauereigelände wurden die ersten Brauversuche gemacht. Der Bedarf an einer Mitarbeiter-App ist so ungefähr vor einem Jahr aufgekommen bei uns in der PR-Abteilung. Vor allem dadurch, dass wir jetzt 2 Standorte haben, mussten wir natürlich was schauen, dass wir schnell und informativ die Mitarbeiter erreichen. Die Mitarbeiterzeitung Der Zapfhahn war seit 20 Jahren immer das informativste Blatt, was wir hatten. Das war nicht mehr zeitgemäß, weil das einfach für die Herstellung 3 Monate gebraucht hat, bis wir eine Mitarbeiterzeitung zusammengeschrieben hatten. Ich nutze die Zapf-App als Administrator. Und zwar stelle ich Termine rein, stelle unseren wöchentlichen Kantinenplan rein und muss sagen, das klappt wunderbar. Ich habe sie auf meinem Handy. Dadurch, dass ich nur halbtags arbeite, habe ich so dann auch den Zugriff und die Informationen über das Unternehmen, die ich sonst wahrscheinlich nicht so hätte. Unsere Inhalte variieren. Also wir haben einmal die ganz normalen News, die was tagesaktuell in der Brauerei passiert, ob es irgendwelche Neuerungen gibt. Wir haben Kurzmeldungen, wenn was ganz Akutes ist. Wir haben gleichzeitig noch einen Videoblog, in dem wir einfach die Veranstaltungen, die die Brauerei betreffen, mit Video begleiten oder auch Kurzinterviews führen können. Wir haben einen Mitarbeiterblog, wo Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen über ihre Arbeitstätigkeit sprechen können. Gleichzeitig die neuen Azubis sich auch vorstellen können. Das Coole ist halt, dass du Informationen einfach direkt aufs Handy bekommst, egal wo du bist, ob du im Urlaub bist oder ob du am Wochenende unterwegs bist oder einfach mal schnell zwischen Meetings kannst du draufschauen. Es braucht nicht so lange, du musst dich irgendwie nicht einloggen großartig, sondern du kriegst einfach direkt als Push-Nachricht auf dein Handy. Ja, und es ist auch schneller Gesprächsthema. Also wenn man zum Beispiel zusammensitzt, kommt die Push-Nachricht auf jedes Handy drauf und jeder guckt sofort, sobald er Zeit hat, mal drauf, ah, okay, cool, das ist neu. Wir haben die Verlosungen genutzt, eben um gleich anfangen, relativ viele Likes zu bekommen. Unter den ersten 200 Nutzern, die sich neu angemeldet haben, haben wir 2 Bayernkarten verlost. Wir hatten innerhalb von 1,5 Tagen über 200 Nutzer. Anfangsphase haben wir folgend begleitet, dass wir die Mitarbeiter an den Kantinen informiert haben mit einem Terminal, mit iPads drin, wo die Zapf-App geladen war. Und Paulas, das sind unsere Hostessen, die an den Bayern spielen, immer an den Meisterfeiern immer die Weißbiergläser aufs Feld tragen, waren praktisch dort beigestanden und haben den Mitarbeitern gezeigt, wie die Zapf funktioniert und wie sie sich einloggen können. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Danke, ich bin der erste Braumeister hier bei der Paulaner Brauerei in München. Hab die Zapf-App jetzt seit 3 Monaten ungefähr, war am Anfang ein bisschen skeptisch. Braumeister heißt ja Tradition, eher der Bewahrer, tut sich oftmals auch ein bisschen schwer mit Neuerungen. War hier überhaupt nicht der Fall, ich habe sie installiert, nutze jeden Tag. Es ist ein tolles Medium, um einmal selbst schnell seine Mitarbeiter zu informieren. Und dann kommen schnell an Informationen, was früher eben lang gedauert hat und viele Gespräche auch bedarf. Und wir haben natürlich jetzt 2 Standorte, also einen Produktionslogistikstandort, einen Verwaltungsstandort. Da ist natürlich auch, da liegen 15 Kilometer dazwischen. Die kann man mit so einer Zapf-App auch leichter überwinden. Wir sind alle top und aktuell informiert. Die Zusammenarbeit mit Staffbase läuft eigentlich sehr unkompliziert gleich von Anfang an weg. Und auch die Begleitphase mit den Fragebögen und auch wie die App gestaltet wird, war sehr unkompliziert und man konnte immer wieder anrufen und nachfragen, wenn man ein Problem hatte, und das wurde in kürzester Zeit gelöst. Also wir bekommen ganz viele positive Rückmeldungen, zwar aus allen Altersschichten in der Brauerei. Ich finde es super toll.
auch wie sie bedienbar ist und das Handling und wie man damit umgehen kann. Prima und ich kann es nicht mehr. Viele kleine Informationen über das Unternehmen, die man sonst gleich nicht bekommen würde. So ein bisschen wie Flurfunk, nur cooler. Ich glaube, das trifft es am besten. Das sind super spannende Einblicke tatsächlich in eine der größten und bekanntesten Brauereien des Landes. Wir sind total begeistert von der positiven Resonanz und in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft. Prost! Anzustoßen! Prosit!